Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge oder sowas in der Art. Denn, wie ihr alle wisst, ist ja Pride Month und ich liebe diesen Monat, weil ich selber bin ja auch pansexuell. Und ich dachte, es wäre witzig, wenn wir einfach mal einen Sim erstellen würden, der so pure gay schreit. Und dafür dachte ich mir, wir nehmen mal einen lesbischen Sim. Ich meine, wir hatten ja schon einige lesbische Sims in unseren Let's Plays etc. Denn Sky und Carla und so. Aber dennoch, die haben halt nicht so sehr gay geschrien wie das, was wir jetzt erstellen. Deswegen, let's go! Ich habe mir dafür diesen Base-Sim runtergeladen aus der Galerie. Ich habe sie ein bisschen geändert, weil sie ein bisschen unrealistisch aussah von ihren Maßen. Und habe ihr natürlich einen neuen Namen gegeben. Die Traits habe ich so gelassen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Ausschlaggebend dafür war übrigens auch dieses neue Grunge-Kit, weil dieses eine Oberteil, das schreit einfach gay. Also das hier definitiv auch, aber es ist ja nochmal ein anderes. Hier dieses mit diesem Karo-Zeug, das ist es einfach. Also ich glaube, mehr gay kriegt man hier nicht raus. Ich finde dieses Lila auch richtig cool, deswegen let's go! Aber ich habe auch cooles Make-up und so. Aber ich gebe hier erstmal Lashies. Süße Maus ist das. Und sie braucht noch Haare. Da weiß ich aber nicht so genau, was ich ihr geben soll. Ich meine, man könnte ihr jetzt halt so eine Kurzhaarfrisur geben. Oh mein Gott, das ist die erste Frisur, die ich anklicke und ich fühle sie einfach direkt. Sowas ginge natürlich auch. Oh, ist das süß. Ich fühle gerade alles. Sieht alles gut an ihr aus. Girl. Yes, I want this. Aber ich habe hier auch so cooles Pride-Make-up-Zeugs. Also wenn mit Glitzer, wir gehen hier full out. Ich glaube, ich finde das hier am coolsten. Ich hatte auch mal so Pride-Sachen fürs Gesicht, aber anscheinend habe ich die nicht mehr. Yes, I love it. Okay, eine Brille kann ich ihr leider nicht geben, weil das clasht leider komplett mit ihren Wimpern. Sad life. Ich habe diese coolen Choker. Das hier müsste doch die Lesbian-Flag sein, oder? Yes. Das hier ist natürlich auch nice so, aber ihre Haare gucken dann so ein bisschen so raus, ne? Da finde ich das schon fast besser eigentlich. Ja, dann nehmen wir sie doch so, oder? Jetzt würde ich ihr aber noch so eine Shorts geben. Wir haben doch auch eine neue Shorts mit dem Grunge-Kit bekommen, oder? Die hier, aber die ist vielleicht ein bisschen kurz, oder? Oh mein Gott. Ich sag, wie es ist, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Wir haben noch Pride-Nails. Yes. Sie geht einfach komplett all out. Und dann, wie wär's einfach mit solchen Schuhen? Um die Regenbogensocken. Ich habe gesagt, sie geht all out. Und das machen wir jetzt auch so. Ich lieb's so. Ich schwöre, ich glaube, sie ist einer der coolsten Sims, die ich je erstellt habe. I love it. Und sie schreit einfach nur gay. Was haltet ihr von ihr? Also ich liebe sie. Aber ich glaube, dass wir dann hier auch schon das Video beenden. Ich weiß, dass es sehr viel kürzer ist als sonst, aber es hat halt hier sonst nicht so ganz gepasst. Weil ich hatte gestern meinen Abschluss und deswegen hatte ich weniger Zeit, um hier ein Video vorzubereiten. Und ich dachte, das wäre halt ganz funny. Außerdem ist es gut, ein bisschen Representation für alle möglichen Personengruppen zu haben. Because this is a safe place. And I want to show you, dass es auch definitiv so ist, indem ich halt die Sachen auch in meine Videos mit einbringe. Aber ich denke, dass man das auch ganz gut merkt. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Video und dieser Sim gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!